Es gibt verbotene Nachtlokale. Da kann man sehen, einfach Anale. Beinahe nackt kannst du im Takt auch dein Mädchenlein. 1000 Mark diesen Quark kostet Pulle Wein. Hab ich mal Lust, dass ich das ansehe, dann fahr ich einfach raus nach Wannsee. Dort am Strand liegt im Sand manche Maid, die mir lieber wie Sally de Reis. Ich gehe ran, ich mach'n Schmus und schau sie an von Kopf bis Fuß. Eine Weiße mit Himbeer, die kriegt sich das weg und ist ganz genau derselbe Effekt. Mit einem Freund vom schönen Rheine mach ich mich neulich auf die Beine. Hallensee, Luna Park, dort ein Riesenbau. An der Eckhagen weg, große Völkerschau. Und drinnen sah man lauter Neger. Was wie bei uns die Schornsteinfeger. Marokkaner, ein wilder Gesang. Und dazu noch ein Riesengestank. Mein Freund vom Rhein, der dreht sich um. Bei uns läuft all das frei herum. Das hab ich zu Haus. Mein Bedarf ist gedeckt. Es ist ganz genau derselbe Effekt. Mein holdes Weibchen, die Rosine, sprach jüngst mit schadenfroher Miene. Ich vermiss mehr und mehr deine Leidenschaft. Wie mir scheint, ist er schlapp, deine Manneskraft. Was mich natürlich sehr genierte, worauf ich Steinach konsultierte. Und er nahm mich sofort in die Kur. Kreuzvergnügt, er ging dann retour. Ich war so stolz, grad wie ein Pfau. Doch ganz enttäuscht, sprach meine Frau. Mit Ruhm hat der Steinach sich nicht sehr befleckt. Es ist ganz genau derselbe Effekt. Der deutsche Michel macht sich mausig. So sprach schon Bull und dachte schlausig. Mach ich ihn erstmal elend, schwach und klein, dann beherrsche ich die Welt fortan ganz allein. Und man beschloss, den Kerl zu stürzen im Sommer 1914. Und man machte uns wehrlos und klein, und der Erbfeind besetzte den Rhein. Jedoch es war ganz gut mein Schoß. Wir wurden klein und Frankreich groß. Und voller Entsetzen jetzt England entdeckt. Es ist ganz genau derselbe Effekt. Schon oftmals dachte ich, ist doch schade, wie schön war so eine Wachtparade. Wenn die Hupe ertönte, tada, und das Publikum brüllte, hurra, hurra, warum dachte ich, muss das verschwinden? Da sah ich neulich unterm Linden, sich gedrängt an das Volk vor einem Haus. Plötzlich kam Fritze Ebert heraus und alles rief, da ist er ja, man schrie begeistert, hoch, hurra! Die Reichswehr stand stramm, das Gewehr vorgestreckt. Und zwar ganz genau derselbe Effekt.